Willkommen zurück. Was geht denn hier ab? Ich bin irgendwie in einem interessanten Keller untergekommen. Register des Buchbinders. Der mechanische Hammer und andere Kurzgeschichten, Auflage bla, Fleischtopf bla. Stadtführer, erworbenes, entferne Schrei und Rennfüße unbekannt gekauft. So, nehmen wir die Kasse noch. Ich weiß gar nicht, seine Sachen sind anscheinend vermarktet worden oder so. Weil das Haus ist. Oder er. Nee, er hat sich wahrscheinlich eher selber eingeschlossen. Ist nämlich alles verbarrikadiert. Bisschen Kleingeld. Bin neuerdings so müde. Dieses Buch soll es sein. Und es hat die Geheimtür. Ja. Das Wetter schlägt um. Hui. Aber ohne sonst irgendetwas. Also gibt es hier das anscheinend doch nicht. Nee. So ein Schreibfehler ist wohl ganz anders, glaube ich. Aber nicht hier. Das, was wir zurzeit verfolgen, ist ebenfalls nicht hier. Also das hier war nochmal ein zusätzliches. Cool. Ist nice. Dann geht's hier auch wieder raus. Vom einzigen Weg. Und dabei wollte ich da gar nicht hin. Komme ich jetzt zu dem dämlichen anderen Typen? Ein Königreich für einen Kaffee. Die haben damals sogar schon Kaffee gesoffen. Die Schweine. Warte ich mal kurz, bis die weg sind. Und schau mal auf der Karte, wie ich dorthin. Sag mal. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, oder? Zu Alfonsos Kleidung. Da hätte ich da hinten rüber müssen, glaube ich. Ah, verdammt, ich bin hier falsch. Vermutlich. Ich glaube, man muss hinten rum dafür. Hier vorne ist ja die Tür zu. Aber hier ist auch zu, oder? Hier hätte ich jetzt gesagt, müsste man irgendwie rüberkommen. Aber die Idee ist anscheinend falsch. Oh, ach, nee, Moment. Guck an. Doch nicht. Diese kleinen Zwischengänge. Eieieiei. Die sind nicht meins. Ich wünschte hier gäbe es eine Eintracht. Ein echter Mann sorgt für seine Familie. Der lässt uns nicht hungern. Oh. Und was soll ich bitte tun? Die Wache des Barons stellt ein. Alle mal besser als auf der Straße betteln. Das ist toll. Ganz toll. Und ich muss dafür nur meinen Anstand aufgeben. Tja, was macht man nicht alles, um zu überleben? So, da hinten soll's rein. Zur Handarbeit. Es ist klug, Leichen zu entfernen. Ja, das ist richtig. Es ist noch klüger, erst gar keinen zu machen. Weg da, Penner! Das ist eine Privatfeier! Bitte, Sir! Ich kann sonst nirgends hin!
Wenn du in 3 Sekunden noch da bist, verbringst du die Nacht bei den Aalen. 1, 2... Hey, ich geh schon, Sir. Ich geh schon. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Der Typ ist gut bewacht. Müde. Und hier gibt es erstmal keinerlei Verstecke. Wer bewahrt denn falsche Goldzähne in einem Glas auf? Ha! So frech kann auch nur einer sein. Dieb müsste man sein. Zu dumm, dass ich so ungeschickt bin. Tja. Dann bleibt dir nichts als Schläger zu sein. Einfach nur für die... Ah, nee, doch nicht. Hatte ich nicht gesehen. Ich wollte Kleidung von den Aalbeißern, keine Lumpen. Und was sind das für Flecken? Sogar der Schneider schlägt Profit aus der Schwermut. Der Stoff ist faulig. Dafür kriegst du gar nichts. Gut. Dann räumen wir jetzt deinen Laden aus. Halt, halt! Nicht so hastig. Gib mir kurz Zeit, dann hole ich deine Bezahlung. Aber beeil dich. Und da hat er kleine Rückzieher gemacht. Aber wäre auch lustig gewesen, mal zu sehen, dass jemand erschossen wird. Anreisevertrag, Rasierklinge benötigt. Boah, Kinas, das ganze Zeug kann ich mir erst später dann besorgen. Ich werde krank, das spüre ich. So blöde, dass ich nicht direkt alles kann, klauen kann. Oh shit. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Und gut nicht, Lee. So, erstmal ein bisschen zur Seite. Und zu da. Weil wir dort wieder raus müssten. Egal, erstmal alles klauen. Ja, ich dachte, die war sie ja auch. Und wahrscheinlich eher nur zum Schlagen gedacht. Wie sie alle mit ihren wundervollen Handspiegeln herumposen. Na komm schon. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Sammlerstück. Das nehme ich mit. Weiter Dutch Pflichten. Für eine schlanke und gesunde Figur sind strenges Fasten und eine enge Corsage unerlässlich. Die statueske Dame. Ah ja. Der Gestank hier ist widerlich. Frauen auf die Erde sind nicht aus Zeiten. Brief von Clockwise an Hector. Nee, Aalbeißer Vertrag. Wir haben einen Vertrag, Alfonso. Meine Aalbeißer liefern dir 2-mal pro Woche deinen Stoff, vielleicht auch öfter, je nachdem, was wir von unseren Kontakten der Wache bekommen. Es ist eine Freude, Geschäft mit dir zu machen. Brief des Mechanikers an Alfonso. Entschuldige mein plötzliches Verschwinden. Ich war mir in meiner Meinungsverschiedenheit mit dem Baron gezwungen, dort zu tauen. Es ist immer noch zu gefährlich, persönlich mit dir in Kontakt zu treten. Bitte bewahre die Hand fürs erste sicher auf. Ich melde mich weiteren Einzelheiten, sobald es mir möglich ist. Aha. Warum muss dann ausgerechnet ich das Ding klauen? Bei Rocks 10.
oben ist es mal nicht. Dann muss es unten sein. Na gut, das wird mir ja auch logischerweise schon auf der Karte angezeigt. Aber... vielleicht muss ich da wiederkommen. Was macht der Lumpenschneider hier unten? Es ist nur einer. Was kann das gewesen sein? Und K.O. So, danke fürs Geld. Und dich legen wir mal irgendwo da hinten ab. Und dann schauen wir mal, was haben wir da? Eine Notiz, Alfonsos Arbeitsmappe. Stoff, Reißfestigkeit, Testwerkzeug, mechanische Hand aus Northgrade Projekt. Test 1, leichte Belastung, katastrophale Risse, Fehlschlag. Test 2, leichte Belastung, Stoff intakt, aber nicht mehr dehnbar. Erfolg, mäßig. Test 3, mittlere Belastung, leichte Risse, Fehlschlag, in Klammer mäßig, Fortschritt. Stoffqualität verbessert sich. Muss vor weiteren Schritten neuen Lieferanten finden. Aha, er hat mit der mechanischen Hand versucht, die Stoffqualität zu verbessern. Ja, es ist eine interessante, lustige Nebenquest. So, was haben wir da noch? Dieser Typ hat einiges hier drin. Hinten auch wieder was. Und dann nehmen wir uns mal schnell den Tresor vor. Ich glaube, da ist die Hand drinne. Bin mal gespannt, wie die aussieht. Vor allen Dingen, wenn er mit ihr Tests durchführt. Ha, okay. Tut mir leid. Diese Hand ist kein Handschuhmodell mehr. Cool. Entkomme aus der Werkstatt. Stirb! Penner! Verdammt. Ich wollte ihm jetzt helfen. Gar Mist. Nochmal. Was? 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 Weg da, Penner! Das ist eine Privatfeier! Alles nochmal. Ich kann sonst... Letztes Speichern. Okay, scheiße. Ich mache das bis dahin nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich bin jetzt wieder an dem Punkt. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Ich versuche mal wieder ihm zu helfen. Oh. Was war das? Irgendwie läuft da was schief. Bisschen. Ich lebe noch. Erstaunlich. Naja. Mein Schaden soll es nicht sein. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht, was da jetzt los ist. Ganz ausgefuchst, da bist du. Ganz ausgefuchst. Ich bin bereit für dich. So, jetzt habe ich sein Register noch. Alfonsos Register.
Das... Ah, da. Register. Notizen, neue Stofflieferanten finden. Aktueller Vorrat ist nicht verwertbar. Reinigung, zu teuer. Annahme. Leinenwäscher unterbezahlt. Kunde verstorben. Oje, Mini. Der Typ hat nur Glück, dass er so einen Schutzengel hat wie mich. Ich lasse nicht zu, dass sie denen wehtun. Oder beziehungsweise ihm. Aber auch, weil ich dort dran möchte an seine Kasse. Die habe ich mir auch noch nicht ausgeräumt. Die ist auch übrigens leer, lustigerweise. Ah, komm schon. Er geht immer... Samol! Geht doch. So. Verschwinden wir mal hier lieber. Och, was haben wir denn da? Mohn. Drücke hier, um Mohn zu konsumieren und deine Fokusenergie zu regenerieren. Alles klar. Aber brauchen wir jetzt eh noch nicht. Und ich glaube, hiermit sind wir dann auch schon fertig. Sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.